Hallo Investoren, hallo Trader, herzlich willkommen zu unserem Format der Aktienscreener. Mit dem TraderVox Tool Aktienrankings könnt ihr nicht nur voreingestellte Tools laden, um Aktien zu finden, sondern auch selber Screener entwickeln. Ich mache das wahnsinnig gern, stelle aber natürlich auch immer wieder fest, dass es manche Screener gibt, die einfach nicht zu gebrauchen sind und dann lösche ich sie wieder. Ein selbstentwickelter Screener aber, um Wachstumsaktien zu finden, der gefällt mir nach wie vor sehr gut, weil ich damit immer wieder unbekannte und spannende Unternehmen entdecke, die dann manchmal auch so richtig durchstarten, und den will ich euch heute kurz vorstellen. Vor 2 Jahren habe ich mit diesem Screener Evolution Gaming zu einem Kurs von 18 Euro gefunden, wären sie jetzt bei 140 Euro notiert. Ich hatte die Aktie damals tatsächlich auch zeitnah gekauft, halte aktuell aber keine Position, obgleich ich das Unternehmen nach wie vor spannend finde. Den Link zu meinem damaligen Artikel über Evolution Gaming, den findet ihr übrigens unten bei den Kommentaren. Da könnt ihr auch mir gleich ein Like geben, wenn euch das Video gefällt. Evolution Gaming ist das beste Beispiel dafür, dass Wachstumswerte nicht nur am US-amerikanischen Markt zu finden sind. Ja, und so lohnt sich natürlich auch immer wieder ein Blick auf den europäischen Markt. Vielleicht auch gerade deswegen, weil dieser wesentlich überschaubarer ist als der amerikanische Markt. Egal aber, auf welchem Markt wir uns befinden, im Hinterkopf sollten wir immer behalten, dass bei Wachstumswerten das Drawdown-Risiko größer ist als bei konservativen Werten. Da es jedoch beim Trading in erster Linie ja nicht darum geht, Risiken zu vermeiden, sondern vielmehr darum geht, Risiken zu erkennen und diese bewusst zu steuern, sollte also immer erst die Positionsgröße und der potenzielle Verlust bestimmt werden. Denn was einen profitablen von einem unprofitablen Trader unterscheidet, ist in erster Linie sein Risikomanagement. Nun aber will ich euch auf den heutigen Screening-Ansatz zeigen, da die Haupttreiber für steigende Kurse insbesondere steigende Gewinne und Umsätze sind, stelle ich das EPS-Wachstum und das Umsatzwachstum heute in den Vordergrund. Ja, und so gehe ich dabei vor. Ich melde mich bei TraderVox wie immer erstmal an. Dann gehe ich auf das Tool Aktienrankings. Wie ihr wisst, könnt ihr hier die verschiedenen Templates laden, aber eben auch hier eure eigenen Screener entwickeln. Ich habe hier das Universum Europa alle eingegeben und will nur die Aktien mit einem Handelsvolumen von mindestens 2 Millionen Euro täglich gehandelt wissen. Dann gehe ich hier auf die Ranglistenfaktoren und da muss ich ja immer hier auf 100% insgesamt mit der Gesamtgewichtung kommen. Hier gebe ich jeweils mit 20% Gewichtung EPS-Wachstum pro Jahr und auf Sicht von einem Quartal ein. Dann das PEG-Ratio mit 5%, Umsatzwachstum mit 20%, die Nettogewinnmarge mit 10% und das Umsatzwachstum auf Quartalssicht mit 15%. Dann gehen wir hier noch auf die technischen Faktoren, und da gebe ich die Performance mit 10% ein und schon bin ich bei 100%. Dann gehen wir noch auf die Scan-Kriterien. Hier gehe ich nur auf die fundamentalen Rankings. Ja, und hier gebe ich sowohl beim EPS-Wachstum als auch beim Umsatzwachstum auf Jahressicht jeweils 90 Punkte von 100 Punkten ein. Damit stelle ich sicher, dass mir nur noch die besten 10% der Aktien angezeigt werden. Und dann kann ich auch schon den Scan-Vorgang durchführen. So, und ihr seht, insgesamt hatten wir 806 Aktien zur Auswahl und es bleiben noch 30 Aktien übrig. Interessant ist, dass sich Evolution Gaming immer noch hier auf den vordersten Plätzen mit befindet. Ja, das besprechen wir natürlich heute nicht, dieses Unternehmen, sondern wir sehen uns das Unternehmen darunter an, auf Platz 4, die Revenio Group aus Finnland. So, dann gehen wir mal weiter. Ja,
Wie gesagt, die Revenio Group ist ein finnisches Unternehmen und ist einer der Weltmarktführer für Augendiagnostik. Zu den augenmedizinischen Diagnoselösungen gehören Geräte zur Messung des Augeninnendrucks unter der Marke iCare. Dann gibt es noch Geräte zur Netzhaut, Bildgebung und Perimeter. Die Produkte des Unternehmens, die zählen zu den wichtigsten Instrumenten für die Erkennung und die Diagnose unter anderem von Glaukom, Makuladegeneration und diabetischer Retinopathie. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 143 Mitarbeiter und ist in mehr als 100 Ländern der Welt vertreten. Revenio fällt in den Healthcare-Sektor und ist der Branche Diagnostics and Research zuzuordnen. Die Marktkapitalisierung, die beträgt aktuell 1,5 Milliarden Euro und damit zählt das Unternehmen zu den Small Caps. Renovio erwirtschaftete in 2020 einen Gesamtumsatz von 61,1 Millionen Euro, was auf den ersten Blick nicht recht viel erscheint, aber immerhin einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr von 23,4% entspricht und das trotz Pandemie. Beim EPS fiel der Anstieg mit 30% sogar noch etwas höher aus, wobei der Gewinn pro Aktie 0,5 Euro Betrug. Das Unternehmen, das macht etwa ein Drittel seines Umsatzes in den USA. 20% entfallen auf Westeuropa, während China und Japan jeweils etwa 10% ausmachen. Das größte Wachstum, das wird erwartet und zwar in China, aber auch in Indien und in Lateinamerika. Mit einer Eigenkapitalquote von mehr als 60% ist das Unternehmen konservativ finanziert. Dabei ist dem Unternehmen keinerlei Nettoverschuldung vorhanden. Mit einer Nettomarge von 22% kann die Aktie durchaus überzeugen, ebenso wie mit einer Kapitalrendite von 18%, wobei hier anzumerken ist, dass dieser Wert in den letzten Jahren rückläufig war und weiter beobachtet werden sollte. Renovio schüttet seit mehreren Jahren inzwischen regelmäßig eine kleine Dividende aus. Die ist nicht viel, beträgt aktuell etwa 0,6%. Sicherlich der größte negative Aspekt an der Aktie ist meines Erachtens die hohe Bewertung. So beträgt das KGV aktuell 100, während das KUV stolze 25 beträgt. Und hier sollte natürlich kritisch hinterfragt werden, ob man glaubt, dass das Unternehmen in diese hohe Bewertung hineinwachsen kann. Ja, möglich scheint dies durchaus, denn das Unternehmen, das steht laut Aussagen des Managements noch ganz am Anfang seines Wachstums. Der Diagnostikmarkt im Bereich der Augenheilkunde, der beläuft sich aktuell auf 3,3 Milliarden US-Dollar, wobei Revenio realistischerweise in den nächsten Jahren etwa ein Drittel dieses Marktes wird beackern können. Ausgehend von einem aktuellen Umsatz von 60 Millionen Euro ist da also noch sehr viel Platz nach oben. Das Unternehmen, das treibt sein Wachstum einerseits durch die gezielte Einführung neuer Geräte, wie im letzten Jahr dem iCare DRS Plus Bildgebungsgerät für Vorsorgeuntersuchung der Netzhaut voran, stärkt aber auch massiv den weltweiten Ausbau seines Vertriebsnetzes. Dass sich dies auszahlt, das konnte man bereits im letzten Jahr erleben. Der Vertrieb in den USA, der wurde erweitert, was prompt zu einer besonders starken Nachfrage nach den iCare Augeninnendruckmessgeräten und Einwegsonden auf dem US-Markt führte. Andererseits treibt das Unternehmen sein Wachstum durch gezielte Übernahmen voran. So wurde in 2019 für 50 Millionen Euro die italienische CenterView, ebenfalls ein Anbieter von Geräten im Bereich der Augenheilkunde, übernommen. Durch die Übernahme konnte das Portfolio gestärkt werden und neue Märkte, vor allem in Europa, wurden erschlossen. Zudem wurde mit der Übernahme die Marke iCare erneuert, wobei nun Augeninnendruckmessgeräte, Netzhautbildungsgeräte und Perimeter des Konzerns unter der einheitlichen Marke iCare zusammengefasst sind, was es natürlich leichter macht, den Bekanntheitsgrad der Marke insgesamt zu stärken.
Das Wachstum des Unternehmens, das dürfte durch globale Megatrends wie einer alternden Bevölkerung, Kostendruck im Gesundheitswesen und der Digitalisierung gestützt werden. Viele Augenkrankheiten treten ja erst im Alter auf, weshalb ihre Häufigkeit stark zunehmen wird. Die UN prognostiziert, dass sich die Zahl der über 65-Jährigen bis 2050 weltweit auf 2,1 Milliarden verdoppeln wird. Glaukom, diabetische Retinopathie und Makuladegeneration sind allesamt altersbedingte Augenkrankheiten. Neue Screening-Methoden und Technologien spielen eine Schlüsselrolle in der präventiven und kosteneffizienten Gesundheitsversorgung und bei der Früherkennung von Krankheiten. Das Know-how von Renovio und die erstklassigen Produkte sind auf diese Aufgabe und diesen Markt sehr, sehr gut ausgerichtet und verbessern sowohl die Diagnostik von Krankheiten wie auch deren Überwachung während der gesamten Behandlung. Zum Schluss gehen wir jetzt noch auf die Charttechnik ein. Die Aktie, die befindet sich seit einem halben Jahr in einem starken Aufwärtstrend, der immer wieder von längeren Konsolidierungen begleitet wurde. Der Startschuss zu dieser Rallye, der erfolgte Anfang August des letzten Jahres, nachdem das Unternehmen starke Halbjahreszahlen und einen guten Ausblick veröffentlicht hatte. Aktuell befindet sich die Aktie in einer wunderschönen Konsolidierung, nur wenige Prozentpunkte unterhalb des Allzeithochs entfernt. Ja, ob das Unternehmen und die Aktie ähnlich durchstarten wird wie vor zwei Jahren Evolution Gaming, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Sicherlich ist die Aktie teuer bewertet, doch das war die Aktie von Evolution Gaming vor zwei Jahren auch. Dennoch konnte sie in dieser Zeit mehr als 700% zulegen. Bei Renovio werden am 23. April die Quartalszahlen erwartet. Bis dahin lege ich mir die Aktie auf die Watchlist und überlege mir dann einzusteigen, sollten diese wieder so gut ausfallen wie in den vorhergehenden Quartalen schon. Ja, jetzt sind wir heute auch schon am Ende angelangt. Ich gebe euch noch einen Tipp, wenn ihr keine Webinaraufzeichnungen und Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren YouTube-Kanal und wie schon gesagt, freue ich mich natürlich auch über ein Like. Bis zum nächsten Mal, sagt Andreas Haslinger.